geht es wieder ein bisschen besser. Der schaut oben jetzt gerade im Bett ein paar Videos. Und da wir heute shooten wollen und ich den Tobi noch ein bisschen aufpeppen muss, werde ich ihm jetzt mal Frühstück machen, lecker. Und ja, dann gucken wir mal. Er wollte auch heute mal ein Video wieder für seinen Kanal drehen. Und weil voll viele nämlich nach unserem Equipment gefragt haben, was wir so alles haben für die Videos, um die zu drehen, mit welchen Kameras wir filmen und welche Lichter wir benutzen, welche Bearbeitungsprogramme und. Ja, wollte er sich einfach mal dran setzen und euch das alles zeigen. Und ja, ich werde jetzt, wie gesagt, sein Frühstück machen. Er kriegt heute French Toast von mir, damit er ein bisschen wieder, ne, fitter ist. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. Und die Kätzchen, die kriegen jetzt auch was zu essen. Und draußen ist das übertrieben schöne Wetter überhaupt. Also wirklich endlich mal nach ganz, ganz langer Zeit in Deutschland auch wieder schönes Wetter. So, ich trinke jetzt nebenbei gerade auch noch meinen Kaffee. Ich habe Tobi auch gerade eingemacht. Ich muss wach werden. Echt, keine Ahnung, irgendwie kann ich nicht mehr ohne meinen Latte Macchiato. Ich verstehe das selber nicht. Ich war früher der absolut ja, Anti-Kaffee-Trinker. Also echt gar keinen Kaffee, aber mittlerweile... Tja, ja, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Oder wie sagt man so schön? Ja, auf jeden Fall, hier brutzelt schon das Erste. Ich brauche jetzt noch kurz einen anderen Teller. Und ich habe auch Erdbeerchen da. Und die werde ich dann zur Deko drauflegen. Und das Ganze riecht schon sehr, sehr lecker. Und ich werde mir jetzt auch gleich lecker Joghurt machen. Mit, ich habe gestern so viel eingekauft mit Tobi zusammen. Also hier einmal unser Kühlschrank, Joghurt und so einen ganzen Kram und ja, Gemüse und so, aber das ist ja noch nicht alles, das ist nur ein Teil. Hier ist das ganze Obst. Soweit ist jetzt gerade alles gepackt. Wir haben jetzt hier meinen kleinen Koffer, den Rucksack, die Tasche, alles dabei, damit wir gut shooten können. Tobi hat auch seinen Rucksack gepackt. Die kleine Ivy kommt nicht mit, leider. Die wird sich sicherlich voll freuen. Und ich mache jetzt hier mal ein Fenster auf. Die waren heute den ganzen Tag draußen, weil so schönes Wetter ist. Heute echt den ganzen Tag. Jetzt ist es schon um 2 Uhr. Und wir haben halt heute nicht so viel Zeit, weil ich halt nachher noch Daily M&T, was ist das für ein Geruch, Daily M&T noch schneiden muss. Und guck mal, was ich hier habe. Das ist übrigens der Fake-Kauf aus London. Aber wenn man einen davon drin hat, sieht das eigentlich ganz cool aus. Oder was sagst du? Bitte? Was sagst du? Ich finde die voll geil. Yay! Yeah! Auf jeden Fall, ja, geht's jetzt los! Und ich habe auch hier noch meinen Reflektor und so ein Kram mit. Jetzt ist geschuddert. Was geht ab? Ja, ihr seht schon im Hintergrund, was wir hier machen. Soll ich das mal gleich machen? Fotoshooting! Genau. Und ich habe mir eine Pide geholt und genieße mein Essen gerade. Den habe ich mir selber mitgebracht von zu Hause. So, jetzt fotografier. Ja, Nina muss jetzt erstmal. Das wird mir hier zu viel. Ich sehe nichts, ist schwarz. So, wir shooten jetzt gerade den Tobias, beziehungsweise die Nina shootet heute gerade. Heute wird geballert. Was? Hä? Nee, kidding. Und ja, guck mal, ich sitze hier mit dem Bauer, weil du so, ey, die Nina. Der Tobias ist eine coole Socke heute. Ne? Der kann richtig, wenn mir das schwarz-weiß mit Kontrast drauf. Der Tobi, der hat's drauf, ne? Hübscher Bube. Hübscher Bube. Oh, mir ist kalt. Wir gehen ein bisschen runter. So, auf jeden Fall sind wir hier gerade am Shooten schon den ganzen Tag. Jetzt ist gleich 17.30 Uhr und jetzt müssen wir gleich auch weg. Meine Uhr geht übrigens noch falsch, glaube ich. Aber ja, gleich geht's dann nach Hause. Wir sitzen einen schönen MacBook für voll. Wir sitzen jetzt gerade im Bonamé und ich trinke einen Latte Macchiato. Nina trinkt auch einen Latte Macchiato. Tobi trinkt jetzt gerade meinen Apfeltee, weil der mir jetzt absolut irgendwie viel zu süß war. Und Jumana einen. Jetzt noch mal Zucker rein. Nochmal Zucker? Was trinkst du? Achso, ein Chai. Ah, okay. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Klein Finn hat sich direkt mal wieder gemütlich gemacht. Offen. Koffer.
Kleiner Mann, du bist so süß. Ja, und es war mega geil. Wir haben mega viel geshootet. Wir haben so ungefähr 2500 Bilder, die wir erstmal auswerten müssen. Maren hat sich gerade Ding angezogen. Ja. Und ja. Weiteres Vorgehen ist ganz schnell Daily MNT machen. Ja. Ne? Genau. Und ich werde jetzt noch mal ein Video drehen. Ich werde soweit alles vorbereiten. Ja, und dann werdet ihr gleich beim Essen dabei sein, denn es gibt Gemüsepfanne. Yay, yeah, ja, mal gucken, ob ich jetzt Gemüsepfanne mache oder nicht. Mal schauen, das, was Tobi gerne möchte und dann... So, Daily ist jetzt online. Hier, Schatz, dein Handy. Tobias chillt noch ein bisschen. Und ich mache jetzt ganz kurz einen Weißabgleich, weil wir sind gerade hier wieder ein bisschen orange. So, viel besser. Und die kleine Ivy, ich habe übrigens eine Jogginghose vom Tobi an. Ist irgendwie bequemer. Kleine Ivy, die hier rennt hier rum. Guck mal, wir spielen immer Fangen zusammen. So witzig. Pass auf, warte. Nein! Das ist so süß. Pass auf, jetzt renne ich weg. Die Hexe. So, das sind jetzt die Zutaten, die ich für meinen Salat brauche. Oder für, eher gesagt, Tobis und meinen Salat. Käse, ein bisschen Gemüse, Fleisch, Zitrone, Avocado, Dressing. Tobi mag immer das hier sehr gerne. Ich bin eher so der Joghurt-Dressing-Fan. Und boah, ich bin noch voll außer Atem. Huh, und da ist der kleine Finn. Der kleine Finn, der will jetzt auch ein bisschen spielen. Ne, kleiner Babymann. Kleiner Babymann. Finny. Das ist immer sein Platz. Er schaut uns immer zu beim Essen machen. Und dann sitzt er immer hier, der kleine Pups, und guckt einfach nur zu und hofft, dass irgendwas runterfällt. Oh, das magst du, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich krieg auch immer ein Küsschen. So, hier haben wir jetzt das Fleisch. Ich nehme jetzt ein bisschen Pfeffer und gebe das da drüber. Also wir würzen jetzt das einfach mal. Dip, 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 dip. So. Zack, zack, zack. Da seht ihr wieder, Finn ist gerade wieder auf den Stuhl gesprungen, um zuzuschauen. So, Salz auch. Also das müsst ihr einfach je nach Geschmack machen. Ich mache mal Pfeffer, Salz, Knoblauch und ein bisschen Paprika dran. Man kann noch, ja, keine Ahnung, ganz viele Gewürze dran geben, wenn man möchte. Ihr könnt auch Worcestersoße oder sowas dran geben. Das ist immer dann je nach Geschmack und euch dann einfach überlassen. Ja, und die werden jetzt noch ein bisschen, weil ja auch sehr viel Zeug jetzt hier drauf ist, gesuhlt hier. Und dann geht's in die Pfanne. So, übrigens, hier bin ich gerade dabei, ein bisschen Fisch zu kochen für die Katzen, weil irgendwie ist Ivy zurzeit eigentlich nichts, was jetzt so katzenfuttermäßig angeht. Egal was es ist, ob Biofutter, ob, keine Ahnung, alles aus dem Tierfuttermarkt isst sie irgendwie nicht. Und jetzt mache ich mal einen Fisch und hoffe mal, dass sie das mag. Einfach nur in Wasser aufkochen und ja, bis er gar ist und dann klein machen. Gut warten, bloß nicht zu heiß geben oder generell irgendwie. Also schön abkühlen lassen und dann kriegen sie es. So, das sind jetzt unsere zwei Salate. Das ist meiner, da ist jetzt noch Tomate, Paprika, Salat, Hühnchen, Feta-Käse aus Kuhmilch und Avocado dabei. Tobi hat nur Avocado mit Hähnchen, Salat und Paprika. Und er hat halt dieses Kräuter und ich habe halt dieses Joghurt-Dressing. Joa. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Ja, ich würde mal sagen, ich bringe das jetzt mal dem Tobi hoch. Ich hoffe, der ist jetzt noch nicht eingeschlafen bis dahin. Die Katzen haben jetzt eben auch Fisch bekommen, Fröschen. Und er hat es entdeckt, aber er hat jetzt gerade noch keinen Bock darauf. Okay, gut. Euch mache ich nie wieder Fisch, nein. So, jetzt wird es erstmal hier unser Essen gegessen.